Hallo und herzlich willkommen. Heute eine Rezension über den ersten Hochgeschwindigkeitsmixer mit Edelstahlmixbecher. Hier wird endlich dem Wunsch gesundheitsbewusster Menschen Rechnung getragen, eine gesunde Alternative zu dem Plaste mit all seinen Gefahren und Unsicherheiten anzubieten. Grund genug für mich, um eine Rezension zu machen. Wie der Mixer aus dem Hause Harexco sich im aktuellen Markt der Hochgeschwindigkeitsmixer platziert. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf den Marktführer, den Vitamix. Den Link zum Mixer findet ihr unten in der Infobox. Wo liegen seine Stärken, wo liegen seine Schwächen und für wen ist dieser Mixer überhaupt geeignet? Bevor ich zu den Funktionen des Mixers komme, muss ich direkt einmal die Garantie von 10 Jahren ansprechen. Das ist durchaus bemerkenswert und was natürlich im Gegensatz zu den 7 Jahren vom Vitamix ein deutlicher Vorteil ist. Die Grundlage einer solchen Garantiekalkulation ist natürlich auch das Qualitätsbewusstsein für das eigene Produkt. Und während der Vitamix in den USA produziert wird, wird der Harexco direkt hier in Deutschland produziert, was eben nicht nur einen höheren Qualitätsstandard durch strengere Normen impliziert, sondern auch in den Abwicklungszeiten von Garantiefällen zum Beispiel ein enormer Vorteil ist. Jeder, der mal den Vitamix eingeschickt hat, der wird wissen, dass es mindestens eine, wenn nicht sogar 2 Wochen dauert, bis der Mixer wieder zurück ist. Und beim Harexco dauert es durchschnittlich 48 Stunden und dann hat man seinen Quell der täglichen Gesundheit wieder. So, aber nun zum Mixer an sich. Der Mixbecher erstmal ist aus Edelstahl, also unschwer zu erkennen. Und die Messer hier drinnen, die sind gezackt. Und ihr werdet es jetzt nicht erkennen, aber ihr werdet es auf der Produktbeschreibung sehen. Und ich werde auch hier noch ein Foto hinter mich bringen, wie der Mixer von innen aussieht. Das ist halt insbesondere gut, um faseriges Gut wie Wildgrün oder auch wie Gräser optimal verarbeiten zu können. Also dieser Wellenschliff. Die Umdrehungen können hier eingestellt werden, wie ihr das kennt bei den anderen Mixern, von 3000 bis 32000 Umdrehungen. Der Mixer hat ein Drehmoment von 2,8 Newtonmeter. Das Gehäuse, also nicht das Gehäuse, sondern das Gehäuse, das ist lackiert. Das heißt, hier ist mit Lack drüber gegangen worden und den einzigen Vorteil, den das hat und der aber durchaus, wer meinen Ultratec Mixer kennt, der weiß, dass es durchaus ein Vorteil ist, es lässt sich viel, viel leichter reinigen. Das heißt, hier gibt es keine Poren, wo man sozusagen wo Dreck sich festsetzen kann, sondern durch die Lackierung kann man den einfacher sauber machen. Für mich total irrelevant, aber das soll ja eine relativ objektive Rezension sein. Das heißt, wenn ihr so gerne blitzblank poliert, dann ist die Lackierung das Ideale für euch. Also das sozusagen zu den grundsätzlichen Funktionen eines Mixers. Dazu kommt natürlich noch die generellen Sachen, die mal ganz kurz erklärt werde. Das sind zum einen kann man auf der Seite einstellen, dass der Mixer aus ist, dass der Mixer im Zeitmodus, dass er hier drüben läuft oder dass er im Unendlichkeitsmodus läuft. Im Zeitmodus bedeutet, dass er entweder 35 Sekunden Programm, 60 Sekunden oder 120 Sekunden Programm machen kann. Das mag für den einen oder anderen sinnvoll sein, für mich ist das auch total egal, weil ich mixe einfach nach Gefühl. Aber wenn ihr jetzt sozusagen wisst, okay, 60 Sekunden habe ich meinen Mandelmus gemixt und dann wurde aus dem Mandeln ein Mandelmus, dann wunderbar. Oder eure Pflanzenmilch oder was. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Ihr habt so einen Becher dazu, ist natürlich auch aus Edelstahl, logischerweise, wenn man sich hier so für die Edelstahl-Variante entscheidet. Es gibt auch noch eine andere Variante, aber ich präferiere hundertprozentig die Edelstahl-Variante, weil das ist ja eben der Clou an dem Mixer. Endlich ein Edelstahl-Mixer. So, den setzt man einfach rein und dann füllt man das hier rein, was man sozusagen die von der Pflanzenmilch zum Beispiel als Mandeln machen möchte. Und ja, und dann wird dann gemixt und die Milch tritt aus und das, was übrig bleibt, ist eben dann der Trester, den man dann verarbeiten kann, zum Beispiel mit einem Dürrgerät zu leckeren Mandelplätzchen oder ähnliches. Das heißt, das ist Zubehör. Ja, und das ist halt die Funktion und hier kann man dann halt einstellen an dem Drehrad, stufenlos natürlich, wie sich gehört, aktuelle Standard, von eben der niedrigsten Umdrehungszahl bis zu der höchsten Umdrehungszahl. Das grundsätzlich zum Mixer. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Der Stößel und der Deckel des Mixers sind BPA-frei, wie sie sich natürlich gehört. Das Unternehmen Harexco, das arbeitet insbesondere auch mit dem Hersteller des Tritan, der das sozusagen überhaupt erfunden hat, eng zusammen und entsprechend ja, die Produkte, also die Plastik hier, ist alles BPA-frei. Das ist sicherlich alles nichts Neues für die meisten von euch. Aber es gibt auch noch einige, die noch nie einen Hochgeschwindigkeitsmixer überhaupt gehabt haben. Der generell hoch anmutende Preis eines solchen Gerätes, und da macht Harexco insbesondere in der Edelstahlausführung keinen Unterschied, also das ist auch sehr teuer, der wird durch verschiedene Komponenten, die man beachten sollte, stark relativiert. Denn der Mixer ist die ideale Resteverwertung. Du magst den Strunk vom Brokkoli nicht, die Blätter von der roten Beete oder vom Radieschen, oder beim Zubereiten von Rezepten bleiben wieder Reste von Zucchini oder von Gurke einfach übrig. Alles einfach rein in den Mixer am nächsten Morgen, wenn man sind, wie ich früh jeden Morgen einen Green Smoothie trinkt, zusammen mit viel viel Obst und ja, und der enormen Mixleistung natürlich entsteht dann ja einfach ein Getränk, was sehr sehr gut schmeckt, obwohl eigentlich Sachen sind, drin sind, die einfach nur Reste gewesen sind und vielleicht man sogar wegschmeißen würde. Es gibt im Endeffekt keine einfachere Möglichkeit, schmackhaft an so viele Vitamine und Mineralstoffe zu kommen, wie mit so einem Hochgeschwindigkeitsmixer. Ich ja, es ist seit 500 Tagen oder ich trinke seit 500 Tagen Grünkohl, und zwar 200-300 Gramm roh täglich. Dazu noch einen Apfel, den ich so wahrscheinlich auch nicht essen würde. Jeder kennt ja den Spruch, Apple a day stays the doctor away, und der hat seine Berechtigung, da gab es ja diverse Studien dazu. Das heißt, man sollte jeden Tag einen Apfel essen, und ich habe vor dem Green Smoothie nicht jeden Tag einen Apfel gegessen zum Beispiel. Da kommt ein Frühs mit rein, Frühs kommt halt alles das rein, wo ich weiß, das will ich aufnehmen. Und wie gesagt, 200-300 Gramm Grünkohl roher Form ist natürlich eine Sache, die esse ich so nicht roh. Und es gibt halt hitzeempfindliche Vitamine, gerade beim Grünkohl, dem er wahrscheinlich dann nur in erhitzter Form ist. Und so ein Mixer, ein Hochleistungsmixer, ist halt, ja, das ist einfach Gold wert. Da tut man richtig was für seine Ernährung. Oder wenn du Kraftsportler bist und du willst dich mit Protein zuballern, wunderbar, einfach das Proteinpulver mit rein. Oder Brennnesseln, wildgrün, ne? Also das gilt auch für die Rohköstler. Brennnesselsamen zum Beispiel hat noch hohen Proteinanteil, aber eher mal den extrahiert und sonst was, das kann man vergessen unter normalen Umständen. Mixer rein, Bums, Proteinbombe. Und ja, generell auch wildgrün, Löwenzahn, Brennnessel und so weiter. Das isst man auch mal so auf der Wiese, wenn man den Rohköstler ist oder generell gerne wildgrün isst. Aber es ist auch so, dass man dann irgendwo, ja, vielleicht nicht so viel isst, wie man gerne würde. Wenn man aber so einen Hochleistungsmixer hat, der das wirklich total klein macht, sodass man das gar nicht mehr erkennt, in seine kleinsten Bestandteile aufbricht, die Zellwände aufbricht, dann ist es natürlich so, dass man dann die Vitamine aufnimmt, weil die dann eben mit reifer Banane und Orange und Himbeeren natürlich total lecker schmecken, ne? Und das ist halt eben der Wahnsinnsvorteil. Wenn du das einmal in den Smoothie reingesteckt hast, dann schmeckst du ja einfach nur so eine natürliche Melange aus Obst und Gemüse, und das ist einfach nur ein Genuss jeden Morgen. Ihr seht schon, ich bin total begeistert, und ich habe auch schon Smoothies gemacht, die dem vom kompletten Nährstoffbedarf, den ein Mensch täglich hat, ja, wo dieser Nährstoffbedarf mit einem Smoothie, also ein Smoothie in so einem Mixbecher bedeckt war. Das heißt, alle Vitamine, alle Mineralstoffe, Omega-3 Fettsäuren und alle Aminosäuren in einem Smoothie. Und ja, dann habe ich früh quasi schon die von der DGE berechneten Ernährungsempfehlungen schon geschafft. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und dann kommt noch der dritte Vorteil. Wie schon erwähnt, mit einem Hochleistungsmixer ist es überhaupt erstmal möglich, an gewisse Nährstoffe überhaupt zu kommen. Versucht mal Weizengras einfach so zu essen, zu schnurpsen. Ein Hochleistungsmixer, da reißt die Zellwände auf und wir können plötzlich viel mehr aus dieser Nahrung extrahieren, als es normal für uns möglich wäre. Ich trinke seit wieder über 500 Tagen jeden Morgen oder fast jeden Morgen einen Green Smoothie, und es gibt wirklich nichts, nichts, auf das ich weniger verzichten würde. Und auch bei den Geräten ist es so, ich würde auf nichts weniger an Küchengeräten verzichten, ja, außer diesen, also diesen nicht, aber einen Hochleistungsmixer. So, also der Hochleistungsmixer ist für mich einfach, ja, der wirkt erstmal teuer, aber letztlich ist es das eine Gerät, was ich brauche, und sonst brauche ich nichts. Aber ich schweife ab. Also musste an dieser Stelle einfach immer mal wieder erwähnen, wie geil so ein Mixer ist und wie geil so ein Mixer, oder wie toll dieser Mixer in meinem Leben ist. Und ja, aber jetzt zurück zum Harexco.
Neben der Garantie ist natürlich der Fakt, dass ihr endlich, und ich sage das bewusst so, endlich mal ein renommierter Anbieter einen Edelstahl-Mixbehälter angeboten hat. Das ist ein Punkt, den man gar nicht oft genug loben kann, weil eben die ganze, ihr kennt die Diskussion vielleicht auch und bekommt sie mit, die Inhaltsstoffe im Plaster können sich mit der Zeit lösen, können sich bei heißem lösen, können sich aufgrund mit der Reaktion mit anderen Nährstoffen oder mit anderen Chemikalien oder was auch generell mit anderen Stoffen lösen. Und das hat man überhaupt noch, kann man gar nicht sicher sein, was nun gesundheitsgefährdend oder gesundheitsschädlich ist und was nicht. Und so Edelstahl ist einfach eine gesicherte Erkenntnis. Das ist einfach gesund oder sicher, sagen wir es mal so. Von daher, dieser Edelstahlbehälter ist wirklich ja, einfach Bombe. Hier geht auch eine Firma wirklich mit der Zeit und riskiert, weil das ist eine Innovation, und riskiert auch mit Innovation auch mal auf die Schnauze zu fliegen. Und die Firma Harexco ist im Übrigen kein Küchengerätehersteller, das habe ich noch gar nicht erwähnt, sondern ein deutsches Maschinenbauunternehmen. Und im gewerblichen Maschinenbausektor sind die Qualitätsansprüche naturgemäß weit höher und die Produkte auf Langlebigkeit getrimmt als im privaten Küchengeräteverkauf. Daher wahrscheinlich auch die extrem lange freiwillige Garantie, die Harexco auf ihren Mixer bietet. Was das Unternehmen auch noch sympathisch macht, ist die Tatsache, dass Harexco sich insbesondere auch auf dem Markt der erneuerbaren Energien bewegt, welches auch wiederum meinem Verständnis an eine verantwortungsvolle Zukunft gerecht wird. Einfach ein innovatives Unternehmen. Dazu passt ja auch, dass dieser Mixer ja, im Gegensatz zum Vitamix zum Beispiel von einem Mikrocontroller regulierten Rückwerfmechanismus hat. Also dass das Mixgut, was ja oftmals aufgrund der Zentrifugalkraft bei hohen Geschwindigkeiten gar nicht mehr unten an die Messer kommt, wieder quasi zurückgeworfen wird. Und jeder, der einen Mixer kennt oder der einen Mixer hat, der wird das schon wissen, wie angenehm diese Funktion sein kann. Ne? Und last but not least ist es zwar etwas desillusionierend, aber trotzdem auch notwendig, wenn man sich vor dem Kauf schon einmal die Servicestruktur des Unternehmens anschaut. Und auch hier punktet der Mixer. Es gibt hier kein beauftragtes Callcenter, was dann aufgrund von Listen automatisierte Antworten gibt, sondern wenn man bei Harexco anruft, dann ist auch Harexco dran und man hat direkt persönlichen Kontakt zur Firma. Also von vorne bis hinten ein deutsches innovatives Qualitätsprodukt mit einem überdurchschnittlich hohen Garantie- und Serviceanspruch. Kommen wir nun zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich selber kann natürlich den absoluten Preis gar nicht beurteilen, da ich ja selber keine Mixer herstelle. Also muss man mit anderen Mixern vergleichen und deren Preis zur Rate ziehen. Als direkter Konkurrent ist der Vitamix platziert, ganz klar. Auf der Vitamix Webseite kostet das Top-Produkt, der 750er, 900 Euro und der deutsche Harexco, der kostet 974 in Edelstahlausführung. Wobei man sagen muss, dass Harexco auch, wie gesagt, ich hatte das schon erwähnt, eine Tritan-Variante hat, also das Pendant zum Vitamix, also auch aus Plastik. Und der ist natürlich selbstverständlich auch BPA-frei, also der Mixer ist das gleiche. Dieser Harexco kostet dann allerdings nur 659 Euro. Den Link zu den ganzen, zu den beiden Modellen, den habe ich euch unten hingesetzt. Man kann im Übrigen auch den Edelstahl-Mixbehälter, wenn man schon einen Vitamix hat, direkt auf den Vitamix aufsetzen. Das heißt, der Anschluss ist ja gleich. Ist natürlich genial, wenn man schon den Fehler begangen hat oder sage ich mal die Kaufentscheidung begangen hat, einen Vitamix zu kaufen. Also von daher wunderbar, kann man einfach bloß diesen Edelstahlbehälter kaufen. Auch da habe ich den Direktlink unten hingepackt. Also Edelstahl würde ich auf jeden Fall präferieren. Das ist ja gerade dieser Schritt, den das Unternehmen gegangen ist, endlich Edelstahl statt Plastik zu verwenden. Und entsprechend würde ich, wenn ihr noch keinen Mixer habt, das Geld wirklich zur Hand nehmen und den Harexco hier kaufen mit in der Edelstahl-Variante und nicht in der anderen Variante. Das wäre meine Empfehlung. Wenn ihr das Geld habt, das gehört natürlich dazu. Und noch eine andere Sache, die gegen den Vitamix spricht, weil ich gerade von Fehler geredet habe. Ich habe natürlich mich auf das Video schon vorbereitet und habe mir schon eine Meinung gebildet und entsprechend hatte ich das jetzt schon ein bisschen vorgegriffen mit Fehler von Vitamix. Aus meiner Sicht. Aber da kommt zum Beispiel dazu, und das ist für mich der entscheidende Punkt, dass wir von den 900 Euro, die wir für den Vitamix ausgeben derzeit, 400 Euro an Zoll und Gebühren bezahlen, um ihn einzuführen. Denn bei Amazon.com, also in Amerika, bekommt man den Mixer für 560 Dollar, den 750er, der bei uns für 900 angeboten wird. Und das sind 500 Euro.
die zahlt man in Amerika. Aber da wir den Mixer hier einführen müssen, kommen die Gebühren, kommt der Zoll dazu, sind wir bei 900 Euro. Und ich rede hier wirklich von demselben Mixer, der auf der deutschen Vitamix.de Seite für 900 Euro angeboten wird. Und bei Amazon wird er sogar für 1000 Euro angeboten, aber auf der deutschen Vitamix Seite 900 Euro. Und in Amerika würden wir den für 500 Euro bekommen. Ne? Dazu hat Vitamix ein aufwendiges Händlersystem. Ich weiß, solche Sachen interessieren vielleicht viele nicht. Aber wenn es um die Preis-Leistung geht, dann muss man sowas mit inkludieren. Aber Vitamix hat ein aufwendiges Händlersystem mit großzügigen Provisionen und ein Werbeetat, der eben auch ja, von dem Käufer, der eben einen, so einen Mixer kauft, mitfinanziert wird. Aber ja, so ist es dann auch eben, dass jeder von dem Vitamix redet und sagt, oh, der Vitamix, der beste Mixer, weil eben in der Werbung steht, dass der beste Mixer. Und ja, und der Harexco, da war mir bis zu dem Zeitpunkt, wo Lars von Rohe Energie, im Übrigen ein sehr empfehlenswerter Kanal für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, den Link habe ich unten in die Infobox gepackt, davor überhaupt kein Begriff, dieser Harexco. Ja, und das sollte man alles mit in diese Kaufentscheidung mit einbeziehen, dieses, insbesondere in die Betrachtung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Denn alles in allem bleibt dann ja, bei dem Vitamix vielleicht ein realer Wert von vielleicht 200 bis 300 Euro, den man aber mit 900 Euro bezahlt, insbesondere weil er eben aus der USA importiert wird. Was die tatsächliche Leistung angeht, merkt man auch insbesondere beim Härtetest von Bananeneis, wie der Harexco auch ein deutliches Stück effektiver ist. Ich habe in den letzten Tagen insbesondere natürlich gefrorene Ware und auch Wildgrün in den Mixer getestet und war überrascht, wie kräftiger der Mixer im Gegensatz zum Vitamix meiner Freundin ist und kann den Mixer daher absolut empfehlen. Aber der Edelstahlbecher hat natürlich auch einen Nachteil, das muss man natürlich auch sagen. Man kann das Mixgut nicht mehr beobachten, man kann da nicht mehr durchschauen. Ne? Also man sieht von außen nicht mehr, was in dem Becher sich tut. Was am Anfang, wenn man noch nicht so oft gemixt hat, dann durchaus damit enden kann, ja, dass eventuell noch ein Teil nicht gemixt ist. Aber das Problem sollte sich mit jedem weiteren Mixen und mit der Erfahrung dann auch geben. Aber das ist ein Nachteil, der erwähnt werden muss. Oder man bestellt sich eben den durchsichtigen Tritanbecher von Harexco. Dann hat man zwar den Vorteil der gesundheitlichen Unbedenklichkeit des Edelstahls nicht mehr, aber im Gegensatz zum Vitamix, und das ist eigentlich so der direkte Konkurrent, immer noch den meiner Erfahrung nach leistungsstärkeren und preiswerteren Mixer, weil er eben dann nur noch 659 kostet. Also generelle Kaufempfehlung? Nein, natürlich nicht. Dieser Mixer ist zwar für mich absolut gesehen der beste Mixer auf dem Markt. Aber wer einfach nicht das Budget hat, sich für mehrere hundert Euro einen Mixer zu kaufen, ja, da sollte sich in einem anderen Preissegment ja, den Mixer mit dem dann dort besten Preis-Leistungs-Verhältnis raussuchen. Und da wären zum Beispiel im niedrigsten Preissegment der Ultratec und der Klarstein zu nennen. Auch diese beiden habe ich in einer gemeinsamen Rezension schon getestet. Den Test von diesen Mixern, insbesondere von dem Ultratec, findet ihr oben in den Infokarten. Genau wie die Tests von anderen Mixern, die nicht so gut abgeschnitten hatten. Hatten wir alles schon dabei, Mixer, die wo es durchtropft und so weiter. Ne? Also Stand heute würde ich sagen, wenn man wirklich den absolut gesehen besten Mixer, dazu noch mit einer phänomenalen 10 Jahres Garantie und einem Top Service von einem deutschen Unternehmen haben möchte, dann kommt man meiner Meinung nach nicht am Harexco vorbei. Wenn man Plaster nicht mag, dann sowieso nicht, weil es ist meines Wissens der einzige Hochleistungsmixer, der einen Edelstahl-Mixbehälter anbietet. Also für mich ganz klare 5 Sterne, klare Kaufempfehlung und insbesondere zum derzeitigen Flaggschiff, ja, der importierte Vitamix, da ist er in allen Belangen meiner Meinung nach die bessere Alternative. Ich hoffe, ihr hattet wieder Freude an der Vorstellung eines ja, doch recht unbekannten Mixers, der eben nicht durch Werbung in aller Munde ist, sondern ja, mich mit Qualität und Innovation überzeugt hat. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.